sind da noch für Viecher? Nee. Ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Ich weiß jetzt nicht, ob hier andere Viecher sind. Ich will an den Gravel. Jetzt brauche ich dich, du Scheißding. Nicht, dass ich hier gleich der Monsterschar auf mich ziehe. Ganz leise. Ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Doch. Okay. Seid leise. Sind die jetzt da drin in meiner Höhle? Da kommt keiner rein. Komplett Monster protected. Ach Mist, wir finden alles, aber nicht das, was wir brauchen. Oh, eine Wooden Schaufel. Ja, dahin und dort hatte ich eigentlich noch den Dirt. So. Also das ist heute so das Höhlen-Special. Okay. Schnauze! Ich hab schon genug Scheiße wegen euch erlebt. Ihr blöden Piss-Creeper. Wisst ihr was? Ja, ich hasse Creeper. Oh ja, er hat gerade wirklich gesagt. Wortwörtlich. Schnauze! Ah, das Skelett ist laut. Vor Skeletten habe ich aber wirklich Angst. Alter, ist das laut. Die können ja nur so einen Block Abstand haben. Wasser. Ist das etwa der Gravel aus der Höhle, die wir vorhin gefunden haben? Hier irgendwo ist Wasser. Jetzt reicht's aber. Ganz neu eingewurzelt. Wann finde ich endlich Diamonds? Ich suche und suche. Okay, die Monstergeräusche haben aufgehört, aber das Wasser fließt. Und auch Wasser kann erschreckend sein. Vor allem, wenn es hier reinfließt. Weil das an die ganzen Fackeln abrupft und dann hinausschwebt in die Welt, um mich zum Affen zu machen.
I found it. Unwahrscheinlich inklusive der Big Monster Pack. Naja, bestimmt ist. Okay, ich glaube, wenn ich das jetzt mache, ist das der nicht größte. Ist das die Höhle? Ist das die von dir? Ich denke, dass es sie ist. Gluck, 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 gluck. Ich habe gerade keine andere Überlebenschance. Dort ist mal eine Spinne gestorben. Sind doch Diamanten? Nee, aber eine Menge andere Rohstoffe, die wir sicher eines Tages brauchen. Man geht es zu schließen. Oh Gott, 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 leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Ich sterbe, ich sterbe, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Alter. Hab ich eine Gänsehaut gekriegt? Hab ich eine Gänsehaut? Nein. Ich könnte sein, dass es ja alles einläuft, so wie ich es gesagt habe. Oder weißt du, was wäre ein Tag? Oh, ich bin gerade voll abgelenkt. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir tun sollen. Oh, nach da. Wir können noch einmal machen, um zumindest hier ein bisschen abschöpfen. Nee, bringt nichts. Schnauze-Skelett. Ich habe zurzeit genug von Skeletten. Okay, ich würde ganz einfach sagen, ich erkläre dieses Ding für geschlossen. Und starte eine neue Kampagne. Es wird laut, es wird laut, es wird laut, es wird laut, es wird laut. Ich habe vielleicht einfach auch mit lautem Ding. Höchstwahrscheinlich ist dort eine Höhle voll gepackt mit einem Monster. Ich baue das Redstone ab. Nee, es wird dunkel, Redstone. Oh, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Oh.
wir sind da. Pandora, das Land der Träume. Wo wurden jetzt die großen und gefährlichen Monster? Warte, wenn wir hier der Lavaspur folgen, kommen wir nicht. Also, wenn ich Diamanten finde, weiß ich, was ich dann tue. Nämlich muss ich Obsidian abbauen. Okay. Dieser Gang ist hiermit offiziell geschlossen. Und ich habe Pech ohne Ende. Dann machen wir das jetzt einfach so. Das machen wir jetzt nicht einfach so hier. Doch, das machen wir einfach so hier. Dann muss ich hier halt ein bisschen rumpräparieren. Scheiß halt drauf. Hat nie einer gesehen, dass hier was war. Und die Axt ist kaputt. Yes. Wir haben ja noch massig. Ne, wir haben noch nicht massig Ersatz, sondern wir haben nur einen Ersatz. Achso, ja, erstmal hier eine Fackel hin. Noch 5 Minuten. Kohle! Man kann nie genug davon haben. Oh, schon wieder Wasser und schon wieder Monster, die durchs Wasser näher kommen. Ganz klar. Das Ding muss doch auf Wasser gebaut sein, komplett. Ich habe mir eine Scheißhöhle ausgesucht, merke ich gerade. Ist ja komplett unter Wasser und Lava getränkt. Ich merke gerade, dass es ganz schön gefährlich ist, was ich hier tue. Bist du? Angry Birds, that's fast though. Angry Birds. Noch immer keine Diamanten. Mein Kumpel hat in dieser Methode innerhalb von 10 Minuten 20 Diamanten gefunden. Und wie viel findet Philipp? Richtig, Leute! Nichts! Nichts als Schrott. Schrott wie Redstone. Und Monster. Aber mehr findet der Philipp auch nicht. Dafür ist er nämlich viel zu blöd. So sieht's nämlich aus. Ich habe das mal getestet, bevor ich das im LP mache. Und in 5 Minuten, ja, da habe ich auch Diamanten gefunden. Ungefähr 3. Aber Gott will ja Philipp von mehr als 1 Million, mehr als 10 Millionen Leuten, die sich das anschauen, bloßstellen, anschauen könnten, nicht anschauen, anschauen könnten. Mehr als 10 Millionen will ja Gott Philipp komplett bloßstellen. Der macht das ja gerne, der Gott, der alte Sack. Wenigstens ist es jetzt Monsterstörer. Wo sich diese Monster-Ghetto-Creeper eigentlich überall rumtreiben? Können die nicht in ihrem Ghetto bleiben? Ja, Scheißheim. Wenn die Axt uns in den Arsch geht, höre ich auf und lauf friedlich zurück durch mein verrücktes Tunnelsystem.
Ja, angeblich ist es ja die einfachste Variante, Diamanten zu finden. Eigentlich würde ich das ja sofort bestätigen, aber gerade sprechen alle Studien dagegen. Also damit überhaupt was. Ja, guck mal. So schnell wird wohl das jetzt nicht kaputt gehen. Aber die Schaufel geht kaputt. Aber hier ist ja schon wieder Stone. Kohle, Kohle, Kohle später. Später. Aha, super. Naja, da haben wir ja doch ganz schön was geschafft. Dafür, dass unser Creeper so fein mitgearbeitet hat. Da wir jetzt hier alles in die Kisten einsortieren. Darf das Eisen schön einsammeln, die restliche Kohle einsortieren. Ja, und was darf der noch als Belohnung? Ja, richtig. Der darf sich das Hühnchen gönnen, was wir nicht mitgenommen haben. Logo. Der darf sich das Hühnchen gönnen, was wir nicht mitgenommen haben. Logo. Oh, es ist gerade Tag. Na, dann huschen wir hinauf. Das Hochsteigen ist ein bisschen schwer, das Runtersteigen ist eigentlich leicht. Dann habe ich ja doch ein bisschen länger gespielt. Schön. Ah, ich sollte auf Schwert wechseln, merke ich gerade. Ich kenne ja diese blöden Monster oder diese Creeper, die Creeper-Gangster, die immer so töricht nerven. Diese Creeper, die Kripo nervt auch immer töricht. Ja, dann könnten wir hier noch ein bisschen einsortieren und noch ein bisschen bauen. Und mit diesem wunderschönen Blick auf das Ei beende ich das LP. Bis zum nächsten Part. Oder Parts, je nachdem. Tschüss.